Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Wolfenstein. So, wir machen jetzt hier die Tür Nummero, ich habe nicht gezählt. Und brechen aus. Okay. Gut, da ist Wasser. Oh. Ich komme in einer Stunde wieder, dann gehen wir Gassi. Der verfüttert ja wirklich Leute an seine Hunde. Oh nee, ey. So, hier haben wir nochmal Leben. Ah. Hier geht's jetzt auf nach oben. Und noch ein bisschen. So. Bin ja jetzt mal gespannt. Können wir den Typen vielleicht noch helfen? Oh. Ja, wir haben ein kleines Problem. Da sind Wowies, die nicht schlafen. Die werden uns das sicherlich mitkriegen. Au. Und? Nee, dem sein Geruchssinn ist nicht so gut. Gehen wir mal kurz hier lang. Oh nee. Achso, ist nur einer. Was haben wir hier? Notiz des staatlichen Veterinärs. Ah. Herr Jäger, ich weiß zu schätzen, dass Sie sich um Ihre Gesundheit sorgen, aber ich kann Ihnen versichern, dass kein Eingriff notwendig ist. Ich bin mit Ihnen in der Tat einer Meinung, dass Sie in letzter Zeit etwas irritiert und zurückgezogen wirken, aber lassen Sie mich Ihnen zwei wichtige Dinge mitteilen, die Sie beruhigen dürften. Erstens, wenn Sie Ihr die Medikation zweimal täglich wie vorgeschrieben verabreichen, sollten sich die Nierensteine auf natürliche Weise auflösen. Zweitens, ich weiß, dass Greta mehr als nur ein Hund für sie ist, aber wenn dieses Leid überstanden ist, wird sie es schnell hinter sich lassen und wieder ganz die Alte sein. Ottmar Wiener, staatlicher Veterinär. Ah, ist Greta also krank? Na, der arme Hund, aber nicht der arme Jäger. Sollen wir jetzt wirklich hier runter? Na gut. Au. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Und warum ist die Musik so spooky? Hahaha, ha, ha. Wir hätten hier auch nur im Kreis laufen können. Hier jetzt durch, oder was? Ich sehe es kommen, gleich kommt irgendwo eine fette Überraschung oder so. Ah, hier haben wir noch Gold. Oh, wir haben schon Gold verloren. Das ist schon das vierte. Ich habe nicht alles Gold gefunden. Okay, Wartungstunnel. Ja, im Wartungstunnel dürfte doch eigentlich nicht so bewacht sein, oder? Doch? Hallo? Keiner da? Ist gut? Was ist denn hier? Benutze Rohre, um damit brückige Mauern oder Wände zu zerstören. Ah, okay. Und hier kommen wir wieder an der Wand entlang und hoch. Und hier nochmal.
sollte mich, glaube ich, mal öfters umgucken. Scheint eine Pumpenstation hier unten zu sein. Oh, da ist die Leiter kaputt. Aber wir können hier uns an der Brunnenmauer hocharbeiten. Okay. Und. Leise. So, bloß ich bin jetzt nicht allzu weit vorgekommen. Es hört sich doch so an, als wenn hier gleich ein Dicker um eine Ecke läuft. Ich sehe aber auch nicht. Doch, eine Schiene ist da oben. Ich kann nur hier raus. Hä? Wo ist denn der? Ich sehe den halt nicht. Hä? Der ist ja gar nicht hier. Ach, wo wahrscheinlich über uns? So. Wahrscheinlich über uns. Ah, hier ist nochmal Gold. Gold Nummer 5. Wo habt ihr denn euer ganzes Gold versteckt hier? So, da ist noch ein Hund und da ist noch ein Hund. Und da oben ist der Typ, der rumrennt. Und ist er jetzt gerade darüber gegangen? Ne, ich hoffe doch mal. Bitte krieg mich nicht mit. Lauf einfach weiter. Ah, der läuft hier immer nur im Halbkreis. Ich dachte, der läuft im Kreis. Okay. Oh. Dich hatte ich ja noch gar nicht ausgeschaltet. Gut, gehen wir erstmal hier rein. Bevor wir uns jetzt den nächsten Hund krallen. Okay, hier wird es nach oben gehen. Ist jetzt die Frage, gucken wir uns jetzt hier noch weiter um? Ist da hinten vielleicht noch was? Ne, hier ist eine Sackgasse. Das hätten wir uns auch sparen können. Der arme Hund, der kann doch nichts für seinen Besitzer. Alter, wie der laut stapft, ey. Okay, dreh dich wieder um. Wunderbar. Und ich hoffe, dass das hier sein Ding ist und er jetzt abgeschaltet wird. Jawohl. Schnell hin zu dir und entfernen. Puh. Das war wohl das Geräusch, dass der Strom wieder an ist. Haben wir hier noch irgendwas? Nee. Dann nehmen wir... Ich wollte gerade sagen. Dann nehmen wir dich hier mal mit. Besser ist. Eine Rüstung und Gesundheit haben wir ja eigentlich noch komplett voll. Aha. Na, das war's ja dann wohl mit... Knarre. Oh Mann. Ja, wenigstens aufs Bett, oder? Au. Hier kommen überall Kakerlaken raus. Und das Klo sieht auch echt gemütlich aus. Möchte ich den jetzt auch meinen Haufen reinmachen? Bitte. Ja. Ja. Aber
Natürlich! Du armes Ding! Ein bisschen Fett ansetzen, ja! Wir wollen doch nicht, dass du hier drin dahin fliegst! Nicht wahr? Es gibt genug für alle! Keine Sorge! Oh Mann! Oh Gott, sie kennt das Geheimnis! Was ist, wenn sie aufwacht? Wenn sie die Tür öffnet? Erzähl mir von dem Geheimnis. Was weiß Helga? Oh mein Junge. Bist du von der Front zurück? Ich hätte nie gedacht, dass ich dich wiedersehe. Oh, mein kleiner süßer Junge. Oh. Tut mir leid, alter Mann. Du verwechselst mich mit jemandem. Ich dachte, eine Sekunde lang. Wie die Jahre geflogen sind. Früher saßen wir mal am See, bis die Sonne unterging. Und sahen zu, wie die Schwäne übers Wasser flogen. Ich sehe ihre Spiegelung im Wasser deutlicher als sie selbst. Ich weiß doch, wie ich dir durchs Haar gefallen bin und du ein bisschen von deinem Brot genommen hast. Den Blick fest auf die Angelschnur gerichtet, um sie sofort hochzuziehen, wenn etwas anbeißen sollte. Wie die Jahre vergangen sind, mein Sohn. Nicht wahr? Oh Mann, du tust mir voll leid. So, hier haben wir noch eine Notiz. Artikel: Mittelalterliches Schwert in Wolfburg Ausgrabung. Unter einer Straße in Wolfburg fanden Archäologen die Teile eines alten Schwertes. Die Waffe wurde auf das 10. Jahrhundert datiert und gehörte einem mittelalterlichen Ritter. Lotti Kohl, die Leiterin der Ausgrabungsstätte, äußerte sich heute begeistert über den historischen Fund. Der Ritter stand im Diensten von König Otto, Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, als er aus unbekannten Gründen auf den Straßen Wolfburgs zu Tode kam. Ein Zusammenhang dieses Funds mit der Zerstörung Wolfburgs im Jahre 965 nach Christus konnte nicht nachgewiesen werden. Aber er unterstreicht die unter örtliche historische beliebte These, dass eine von König Otto ausgesandte Gruppe von Rittern getötet wurde, als sie vergeblich versuchten, die Stadt vor dem einfallenden Plünderern zu verteidigen. Okay. Oh Mann, ey. Hier sind Zustände im Knast, ey. Okay. Laufe vorwärts. Okay. Wesley, habe ich Ihnen von Tante Sarah erzählt? Als sie im College war, wurde bei ihr Demenz festgestellt. Die Medikamente machten sie benommen und merkwürdig. Ich erinnere mich noch an ihre Augen, wie dreckige Fenster in einer verlassenen Hütte. Meine Mutter dachte, dass es durchs Blut übertragen wird. Oh Mann, da vorne haben wir eine Karte. Okay. Oh, hey. Was ist hier Phase? Kann ich mich hier jetzt eigentlich frei bewegen? Genau. Ja, meine Liebe, richtig.
Nur ein Schluck von dem Chili und sie ist gesund. Es gibt aber keine Garantie, dass sie überlebt. Wie alt ist sie? 12. Ich kann nichts versprechen. Aber sie haben einen Job als Arzt, ja? Ja. Wie eine Schlange die Luftröhre runter. Weich und scharf. Und so viele Spitzen. Die überall vorstehen. Wo sie nicht sollen. Ja, hier spricht der Arzt. Wie kann ich Ihnen helfen? Oh, weia. Die sind alle nicht mehr zurechnungsfähig. Ob sie so gemacht wurden, man weiß es nicht. Gut, wir gehen weiter ins blutverschmierte Zimmer da drunter. Ich will nicht. Okay, hier haben wir Gesundheit. Warum kriege ich hier so fett Gesundheit? Oh Mann. Ah Mann, ey. Ruhe bewahren. Immer lächeln. Das sehe ich ja jetzt erst. Leise sprechen. Ruhe bewahren. Immer lächeln. Ruhe bewahren. Für die Nation. Positive Gedanken. Und ihr meint, wenn ihr sowas, solche Texte an den Decke klebt, dann hilft das, oder was? Verhaltenstherapie, Schlafkontrolle und Isolation. Hm. Na, da will ich eigentlich gar nicht rein. Was ist? Oh. Kopf hoch, Engländer. Wir bringen ihn zur Festung. Gefunden. Jawohl! Du redest nicht viel, oder? Keine Sorge, wir haben reichlich Zeit, unsere Rechte aneinander zu stellen. Oh Mann. Dass der das nicht mitgekriegt hat, das ist doch hier nicht das ist doch nur ein Gitter. Wir haben auf uns gegenseitig eingestochen. Oktoberfest, ja. Hm? Jetzt und immer, 1946. Wir haben das Kommando. Ach, da oben. So. Ach, jetzt haben wir auch ein Messer. Na denn. Kann ich auch bitte wieder zurück? Oh nee. Oh nee. Okay, lauf. Leise. Hier kommen wir nirgendwo durch. Vielleicht hier vorne. Ich hoffe, ich bin sicherer jetzt. Der hat uns nicht wirklich schon mitgekriegt, oder? Au! Alter! Au! Wow! Gott im Himmel. Ich weiß gar nicht, wo ich lang muss. Wow. Okay, er hat zugeschlagen. Hier, irgendwo hin. Komm. Mach schnell. Hoch da. Alter, was für ein Riesenviech immer. Schalte Kommandanten aus, bevor sie Verstärkung
rufen können. Ja, das kennen wir noch. Da haben wir ein bisschen Rüstung. Okay. Ah, die hauen gerade mit dem Boot ab. Leise. Ey, halt. Das möchte ich gerne. Wie war denn das jetzt? Mit. Ach nee, da ist schon gleich ein Schalldämpfer drauf. Okay. Irgendwo da hinten muss noch einer sein. Oh oh. Guter Schuss. Hoffe ich mal. Oh oh. Jawoll. Huh. Noch einer hier? Ich hoffe mal nicht. Oh oh. Jetzt geht mir langsam die Munition aus. Könnte ich mal bitte neue Munition finden? Ist da wer? Nee. Keiner da. Oh, Munition. Was haben wir denn da? Ach, eine Granate. Komm. Keiner da, oder? Oh Mann. Großes Munitionspaket. Ich hoffe, ich habe ihn mit einem Schuss erledigt. Oh. Der ist natürlich vorne rüber. Das ist aber egal. Was haben wir hier? Wir haben hier nochmal Sturm. Sturmfreie Bude. Ja. Soweit, so gut. Gesundheit haben wir voll und wir haben auch das maximale Sturmlimit erreicht. Okay, mit Q ist immer noch wechseln. Leise weiter. Meter weit weg. Okay, hier haben wir ein kleines Vorratslager wieder mal. Okay. Jetzt kommen wir ihnen schon näher. Denke ich mal. Oh Mann. Ah. Shit, shit, shit. Okay. Dann wollen wir mal gucken, wo er ist. Weil kann er doch nicht mehr sein, oder? Ah, wieder eine Rüstungskammer. Komm, komm, lad nach, lad nach, lad nach. Lad nach, lad nach. Gott, 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 Gott. Wo ist denn der hergekommen? Ah, hier ist Gesundheit. Ah, ich komme halt keinen Meter so voran. Sag bloß, ich habe jetzt schon alle Munition verballert. Oh, 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 oh. Ich muss halt den Kommandanten ausschalten. Sonst kommt halt immer mehr.
Oh Mann. Komm, lad nach. Holter. Hier ist er. Puh. Und jetzt nur noch den Rest. Echt? Danke für die Info. Oh, was haben wir denn da? Kampfpistole? Nein, ich bin hier drüben. Okay, soweit so gut. Hier nochmal ein bisschen Rüstung. Deine Granate darfst du behalten. Oh. Die hat aber gut geworfen. So, war's das jetzt? Eieiei. So, was haben wir jetzt hier? Eine Kampfpistole? Ob die wirklich so gut ist? Werden wir erst sehen, wenn wir sie benutzt haben. So, dann decken wir uns hier jetzt nochmal mit Müll ein, wollte ich gerade sagen. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier erstmal einen kleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.